Ja, abschließend wollen wir uns jetzt noch klar machen, was diese A-Stabilität für die Numerik bedeutet. Und dazu wollen wir uns erstmal klar machen, dass man dies R von Z in Wirklichkeit sehr einfach berechnen kann. Und das sagt uns das folgende Lemma: Sei Phi, also durch diese Verfahrensfunktion Phi, sei definiert ein numerisches Verfahren, ein Homokuta-Verfahren. Und das sei konsistent, also auch konvergent von der Ordnung P. Und ich behaupte, dann stimmen die Taylor-Entwicklungen von R und E hoch Z bis zum Petenglied überein. Ja, und zum Beweis: Das Verfahren ist konsistent von der Ordnung P, und das bedeutet, dass y1 minus y von 1 geteilt durch h gleich u von h hoch p ist. Machen Sie sich nochmal klar, das ist tatsächlich genau die Aussage der Konsistenz für den ersten Schritt. Okay, wir setzen mal Lambda gleich 1 im Modellproblem von Dahlquist, und das bedeutet, y von t ist e hoch Lambda t. Naja, und jetzt brauchen wir nur noch einzusetzen, dass y1 ist r von Lambda h, also r von h, minus e hoch, also Lambda war gleich 1, also ist die Lösung e hoch t, also minus e hoch minus y1 von h, Entschuldigung, das habe ich gerade hier verbeutelt. y1 minus y von h geteilt durch h ist o von h hoch p. y1 ist die vorausgesagte Näherung für y an der Stelle h, und der Konsistenzfehler gibt uns an, wie groß dieser Unterschied im ersten Schritt ist. Sorry. Also y1 minus y von h geteilt durch h ist ein o von h hoch p. Für Lambda gleich 1 haben wir y von t gleich e hoch t. Und ich setze jetzt da oben ein, also y1 ist r von h mal y0. y0 war 1, also ist das r von h minus e hoch h geteilt durch h ist ein o von h hoch p. Das heißt, das hier ist ein groß O von h hoch p plus 1. Okay, jetzt können wir die linke Seite in ihre Taylor-Reihe entwickeln. E hoch h besitzt natürlich eine Taylor-Reihe in h. R von h besitzt auch eine Taylor-Reihe in h. Auch das können Sie sich nochmal überlegen, warum das tatsächlich so ist. Also entweder es ist ein Polynom, dann besitzt sicherlich eine Taylor-Reihe, oder es ist ein rationales Polynom, da können Sie sich nochmal überlegen, dann müssen die Nullstellen alle in der rechten Halbebene liegen. Okay, dann R von h minus E hoch h ist ein Groß O von h hoch p plus 1. Naja, und das bedeutet, dass in der Taylor-Entwicklung von R von h minus e hoch a fallen die ersten p-Terme alle weg. Das heißt also, die Taylor-Entwicklung von R von h und e hoch h stimmen überein. In den Gliedern von h hoch 0 bis h hoch p. Also in den Gliedern h hoch 0 bis h hoch p, und das Erste, was überbleibt, ist das h hoch p plus 1. Okay, wir haben ein. Achso, vielleicht sollten wir uns das einfach mal angucken, ob das übereinstimmt mit dem, was wir ganz am Anfang mal ausgerechnet haben. Da haben wir das R ja wirklich mal ausgerechnet. Und da gucken wir einfach mal fürs explizite Euler-Verfahren.
Da haben wir gesagt, okay, das ist also Lambda gleich 1. Dann haben wir hier das R von Z ausgerechnet als 1 plus Z. Tatsächlich, das ist sind die ersten Glieder der Taylor-Entwicklung von E hoch Z. Und hier unten haben wir ein 1 durch 1 minus Z als Stabilitätsfunktion R. Aber natürlich gilt, also für implizite Euler, für explizite Euler war es richtig, was gilt beim impliziten Euler? Da war R von Z gleich 1 durch 1 minus Z. Und das ist natürlich dasselbe wie die Summe K gleich 0 bis unendlich Z hoch K. Das ist einfach eine geometrische Reihe. Und das heißt, das ist 1 plus Z plus ein Groß O von Z Quadrat. Und das bedeutet natürlich wieder, die ersten Glieder stimmen mit der Entwicklung von E hoch Z überein. Ja, die Taylor-Entwicklung stimmt überein, also alles ist genau richtig, wie wir es erwarten. Dann noch ein kleines Korollar. 0 ist immer im Stabilitätsgebiet enthalten. Also falls das Verfahren konsistent ist, von mindestens von der Ordnung 1. Und 0 liegt auf dem Rand des Stabilitätsgebiets. Und das muss ich jetzt so ein bisschen komisch formulieren. Links liegt das Stabilitätsgebiet. Rechts läuft man raus. Aus dem Stabilitätsgebiet. Okay, warum ist das so? Naja, also wenn das Verfahren konsistent ist, mindestens von der Ordnung 1, dann bedeutet das, dass das R von Z sich schreiben lässt als 1 plus Z plus ein Groß O von Z Quadrat. Und damit das richtig ist für Z gleich 0, bleibt mir nur 1 über. Es muss gelten, R von 0 gleich 1. Insbesondere ist damit der Betrag von R von 0 kleiner gleich 1 und daraus folgt, 0 liegt im Stabilitätsgebiet. Da hätte es sich jetzt gelohnt, das Stabilitätsgebiet zu benennen. Okay, was passiert links von der 0? Also auf der reellen Achse links von der 0. Naja, da hat diese Stabilitätsfunktion die Form 1 plus z plus Groß O von z Quadrat. Naja, das heißt, links von der 1 ist 1 plus z kleiner als 0. Ups. Nee, nicht kleiner als 0. Wir schreiben das ein bisschen anders. Das ist dasselbe wie 1 plus z mal 1 plus Groß O von z. Okay, was passiert jetzt, wenn wir ein ganz bisschen links von der 0 sind? Naja, also da ist das Z hier vorne ist kleiner als 0. Naja, und wenn wir nur ganz wenig links von der 0 sind, dann ist 1 plus O von Z auf jeden Fall mal eine positive Zahl, wenn das Z klein genug ist. Das heißt also, auf jeden Fall gilt links von der 0, ein ganz kleines Stückchen links von der 0 ist das, was hier steht, kleiner gleich 1. Okay, gut. Das heißt also, links liegen wir im Stabilitätsgebiet. Und was passiert auf der anderen Seite? Na, wenn das Z so ein ganz bisschen positiv ist, dann steht hier auf jeden Fall mal eine, dann steht, ups, wo habe ich meinen Cursor?
Da, dann steht hier auf jeden Fall mal eine positive Zahl. Und naja, wenn das Z sehr klein ist, dann ist es 1 plus groß O von Z hier auf jeden Fall auch positiv. Das heißt also, insgesamt wird das Ganze dann größer. Das heißt, das ist größer, echt kleiner als 1 und hier sogar echt größer als 1. Ein ganz klein bisschen rechts von der A0. Und das bedeutet tatsächlich, die 0 liegt auf dem Rand des Stabilitätsgebiets. Denn wenn es kleiner als 1 ist, dann laufen wir ins Stabilitätsgebiet rein. Wenn es größer als 1 ist, dann laufen wir aus dem Stabilitätsgebiet raus. Das hat die folgende Konsequenz. Ich male nochmal diese komplexe Ebene hin, die wir ganz am Anfang schon mal hatten. Und da haben wir uns zwei Stabilitätsgebiete angeschaut und das waren die Stabilitätsgebiete einmal für das Euler-Verfahren. Ja, und das sah so aus. Ja, das Stabilitätsgebiet hier war tatsächlich das Innere dieses grünen Kreises hier vorne. Und da sehen Sie, das ist tatsächlich genauso, wie wir es gerade beschrieben haben. Die Null liegt auf dem Rand dieses Stabilitätsgebiets und links davon liegt das Stabilitätsgebiet und auf der rechten Seite laufe ich raus aus dem Stabilitätsgebiet. Wie war es beim impliziten Euler? Das wollen wir uns anschauen. Da hatten wir eine bisschen andere Situation. Da hatten wir ein Stabilitätsgebiet außerhalb dieses grünen Kreises hier vorne. Aber Sie sehen, auch das erfüllt natürlich wieder unsere Ansprüche. Die 0 liegt auf dem Rand des Stabilitätsgebiets. Links laufe ich in das Stabilitätsgebiet rein. Rechts laufe ich aus dem Stabilitätsgebiet heraus. Okay, also vielleicht sollte ich das nochmal beschreiben. Das wäre also hier impliziter Euler. Ach, das war ein expliziter Euler. Das hier war impliziter Euler. Und worum es uns ging, das war die Null hier vorne. Okay, gut. Welche Konsequenzen hat das jetzt? Wir können eins sagen, im Fall vom impliziten Euler haben wir natürlich überhaupt keine Probleme. Also die gesamte linke Halbebene ist ist das Stabilitätsgebiet. Das heißt, wir können das H wählen, wie wir wollen. Das Verfahren ist immer A-stabil und es erfüllt immer unsere Eigenschaft, die diskrete Näherung erfüllt immer die Eigenschaft, dass sie monoton ist, genau wie die analytische Lösung auch. Im Fall von expliziten Verfahren haben wir jetzt gesehen, es ist nie die gesamte linke Halbebene das Stabilitätsgebiet. Und damit diese grundlegende Voraussetzung, diese grundlegende Eigenschaft überhaupt erfüllt ist, müssen wir dafür sorgen, dass Lambda mal H in diesem Stabilitätsgebiet liegt. Stellen wir uns vor, das Lambda ist sehr negativ, also sowas wie Lambda gleich 10.000. Was passiert dann? Naja, wir wissen auf jeden Fall mal, die Null liegt auf jeden Fall mal im Stabilitätsgebiet drin und sehr nah an der Null. Da ist auch tatsächlich das Stabilitätsgebiet, da ist ein Stabilitätsgebiet, das haben wir gerade nachgewiesen. Das heißt also, diesen Fall, den wir hier hatten für expliziten Euler, das ist eigentlich der Fall, den wir immer haben bei expliziten Verfahren. Die Stabilitätsgebiete sehen immer so ähnlich aus. Das heißt, was muss ich tun? Ich muss dann immer das H sehr, sehr klein wählen, um hier vorne in dieses Stabilitätsgebiet tatsächlich reinzubekommen. Ja, also wenn Lambda sehr negativ ist, 10.000, dann muss ich H gleich 1/10.000 wählen, damit ich überhaupt in das Stabilitätsgebiet reinkomme und damit überhaupt die diskrete Näherung irgendwas mit der analytischen Näherung zu tun hat. Das kann sehr unangenehm sein und das wollen wir uns jetzt an einem Beispiel anschauen.